Und heute haben wir als Gast Heike Scamper und Hendrik Roggemann. Herzlich willkommen. Und beide sind Fotografen, Fotografinnen und auch passionierte und sehr detailverliebte Xaya-Nutzer. Das heißt, die beiden kennen sich sehr gut aus. Heike ist Fotografin und ihr kennt sie aus den vorherigen Webinaren. Und Hendrik Roggemann ist wiederum selber Fotograf, auch ganz tief im Fotogebiet verankert und auch jetzt seit einer Weile für den Support von Xaya verantwortlich. Das heißt, wenn ihr Anfragen stellt, können sie unter anderem bei Hendrik landen. Ja, ich heiße alle willkommen und das Thema heute sind eben Fragen und Nutzertipps aus der Praxisperspektive, aus der Supportperspektive. Und dadurch, dass wir sehr viele Nutzerinnen und Nutzer von Xaya bereits hier haben, also nicht Interessenten, die Xaya noch nicht nutzen, gehen wir auch heute relativ in die Tiefe, in die Details, sodass heute auf jeden Fall jeder und jede etwas mitnehmen können wird. Ja, und dann übergebe ich das Wort einfach noch an die Dame, Heike. Ja, dann begrüße ich auch erstmal alle Zuschauer ganz herzlich und freue mich natürlich, dass wieder viele gekommen sind heute und möchte auch nochmal unseren Gast Hendrik Roggemann herzlich begrüßen. Schön, dass du heute Zeit findest, da für Tipps und Praxistipps und Fragen zur Verfügung zu stehen. Ich möchte noch kurz erwähnen zum Ablauf. Wir werden jetzt gleich einmal typische Anwenderfragen und Praxistipps sowohl aus dem Gebiet Xaya Photo als auch Xaya Search besprechen. Und am Ende, das wird so ungefähr eine Stunde dauern, am Ende wird es noch Gelegenheit geben, ein paar Fragen, die gestellt wurden, zu beantworten. Es gibt hier diesen F&A-Bereich, dort kann man auch Fragen stellen. Und dann schauen wir einfach am Schluss, wie viel Zeit wir da noch haben. Einige Fragen werden sich sicherlich auch im Laufe des Webinars schon von selber beantworten. Und ja, dann hoffe ich, dass das für alle ein paar interessante Informationen und Tipps gibt. Wir haben ja Hendrik heute hier. Arkadi hat das gerade schon gesagt. Der ist für den Support bei Xaya zuständig, noch nicht so lange und ist da natürlich inzwischen tief im Thema. Ich selbst gebe ja neben diesen Webinaren auch Webinare für Fotoclubs. Das heißt, auch ich habe da ja schon einiges mitbekommen, was an typischen Fragen und Problemen auftreten kann. Und Hendrik sieht das halt aus der von der Support-Seite, welche Nutzeranfragen, was für typische Probleme können da auftreten. Wir haben das Ganze, den ganzen Block in drei Abteilungen aufgeteilt. Wir fangen an gleich mit Problemen oder Tipps zu technischen Aspekten, wie Installation, Datenbanken und sowas bei beiden Programmen oder bei Xaya Photo. Wollen dann etwas zu sagen von typischen Sachen, die die Bedienung, die Benutzung betreffen. Und am Schluss gehen wir auch nochmal ein auf das Thema Workflow. Da gab es auch Fragen dazu und da wollen wir nochmal ein paar Anregungen oder Diskussionen zu führen. Dann würde ich Henrik bitten, vielleicht mal zu erzählen, was aus seiner Sicht, was im Support häufige Probleme sind, die bei der Installation, bei den Datenbanken, beim ersten Benutzen von Xaya Photo passieren können. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen zu berichten. Ja, gerne. Erstmal vielen Dank, dass ihr mich heute eingeladen habt hierher und ich aus der Support-Sicht ein paar Themen mitbringen konnte. Wie erwähnt, bin ich seit einiger Zeit jetzt bei Xaya auch im Support zuständig und beantworte da eben auch die eine oder andere Nutzerfrage. Und es gibt durchaus Fragen, die häufiger gestellt wurden und die kann man jetzt in diesem Webinar durchaus auch mal erklären. Da freue ich mich, dass wir das machen können. Vielleicht erspart es dem einen oder anderen Kummer und die Supportanfrage. Wir haben öfter mal die Frage, da gibt es übrigens auch als Hinweis für die Nutzer, es gibt ein Forum von Xaya, wo eine Liste mit häufigen Fragen und Antworten auch hinterlegt ist. Da kann man draufklicken und sich das durchlesen. Und eine häufige Frage war auch jetzt die Standarddatenbank von Xaya Photo, wo wird die angelegt und wie kann ich das verändern? Und mein Hinweis dazu ist, es gibt tatsächlich eine Antwort dazu im Forum.
die aus mehreren Schritten besteht, wo man dann eben bestimmte Umstellungen auf der Dateiebene machen muss. Viel leichter ist es aber, wenn man sich in ExtraJahrFoto eine neue Datenbank anlegt. Man kann nämlich, und das wissen die wenigsten, mit ExtraJahrFoto beliebig viele Datenbanken verwalten. Das heißt, man kann eine Datenbank, theoretisch sage ich jetzt mal, haben mit Fotos aus Urlauben und eine Datenbank mit Fotos von technischen Gegenständen, die man fotografiert, wenn man das wollte. Und es gibt sicherlich verschiedene Anwendungsmöglichkeiten dafür, verschiedene Datenbanken zu haben. Die meisten werden erstmal eine haben wollen und diese eine, die kann man auch direkt nach der Installation neu anlegen, indem man in ExtraJahrFoto auf neue Datenbank anlegen klickt. Dann kann man ein Verzeichnis auswählen, wo die angelegt werden soll. Und dann legt ExtraJahr automatisch dann Unterverzeichnisse darunter. Da muss man sich überhaupt nicht drum kümmern. Und es wird eine neue leere Datenbank geöffnet. Die wird auch automatisch jedes Mal wieder geöffnet, wenn man das Programm aufmacht. Das heißt, es verhält sich dann genauso wie mit einer Standarddatenbank. Und man muss die nicht jedes Mal auswählen. Also das als Tipp, wenn man das Gefühl hat, man weiß nicht genau, wo die Standarddatenbank liegt und ob die da liegt, wo man sie gerne hätte, dann kann man sich eine neue Datenbank anlegen, gleich am Anfang an der Stelle, wo man die auch wirklich gerne haben möchte. Also das wäre mal so ein Tipp außerhalb der Standardnutzung oder eben auch der Tipp, mehrere Datenbanken zu benutzen, wenn man das für seine Fälle praktisch findet. Das kann ja auch sinnvoll sein, wenn man zum Beispiel private Fotos von beruflichen Fotos trennen möchte. Und man sagt, okay, ich habe eine Datenbank, wo ich meine ganze private Fotografie drin habe und eine habe ich, wo ich wirklich nur Fotojobs drin habe. Und genau, dann lege ich mir mehrere an und da gibt es ja in ExtraJahrFoto auch das letzte geöffnete Datenbank oder so. Da kann man auch schnell sehen, wo sind die Verzeichnisse und die ganz leicht darüber auswählen. Und es ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, weil du jetzt sagtest, selber bestimmen, wo man die auch hinlegt. Es kommt ja auch oft die Anfrage, kann ich eine Datenbank auf ein externes Laufwerk legen? Kann ich das auf ein Netzlaufwerk oder woanders hinlegen als jetzt auf meinen eigenen Rechner? Das ist ja auch möglich und das kannst du ja damit auch bestimmen, ne? Genau, ist möglich. Es ist immer die Frage, was ist jetzt besonders performant von der Empfehlung her. Also viele haben natürlich ihre Fotos auf externen Festplatten. Die Datenbank würde sich aber in den meisten Fällen lohnen, sie auf dem lokalen Rechner zu haben, also auf der Festplatte, weil die einfach schneller ist im Zugriff. Und die ganzen Suchen, wenn die Bilder einmal eingelesen sind, die finden dann in der lokalen Datenbank statt. Das heißt, wenn die auf einer sehr schnellen Festplatte liegt im Zugriff des Rechners, am besten sogar auf einer SSD, dann ist das Programm einfach auch noch schneller bei den Suchanfragen. Also das als Tipp. Technisch funktionieren würde natürlich auch, sie auf eine externe Festplatte zu legen. Ja, ich denke, bei der Gelegenheit möchte ich ganz kurz reingrätschen. Wir haben eine kleine Gästefrage vorbereitet, die wird jetzt unter Fragen angezeigt. Die lautet nämlich, wo speichern Sie Ihre Fotos hauptsächlich und langfristig? Also wenn Sie Ihre Bilder archivieren oder liegen lassen, wo liegen sie? Die schalte ich jetzt kurz frei und da kann man sehr gerne daran teilnehmen. Die Umfrage ist auch anonym, einfach nur die Zeit nutzen und die Umfrage beantworten. Es kommt noch eine im Laufe der Sendung und wie gesagt, es gibt noch den F&A-Bereich, da kann man die Fragen reinstellen. Dann Heike, entschuldige die Unterbrechung. Ja, ich wollte nur sagen, es ist natürlich eine Frage, wie man arbeitet und wo die Priorität liegt. Ne? Wenn ich jetzt sage, mir ist es wichtig, dass ich ganz schnell Zugriff habe und diese schnelle Performance, dann ist sicherlich das die beste Lösung, das auf dem internen Computer liegen zu haben. Ich habe aber auch in den Fotoclubs öfter mal Leute gehabt, die gesagt haben, wir arbeiten mal von unterwegs, mal von zu Hause und wollen dann von verschiedenen Rechnern auf eine und dieselbe Datenbank zugreifen. Und dann muss man natürlich das Performance, also einen Performance-Verlust in Kauf nehmen, hat aber die Möglichkeit, von mehreren Rechnern auf dieselbe Datenbank zuzugreifen, wenn die extern gelagert ist. Das funktioniert halt nur, wenn beide Rechner das gleiche Betriebssystem benutzen. Also ich kann nicht von einem Mac und von einem Windows-System auf eine dieselbe Datenbank
zugreifen, das geht dann nicht. Und es geht auch nicht gleichzeitig. Also ich kann nicht mit zwei Nutzern gleichzeitig von zwei Rechnern, aber ich kann nacheinander auf die Datenbank zugreifen. Das ist auch nochmal ein Thema, was in den Fotoclub-Webinaren doch oft gefragt wurde, wie sich das verhält. Ne? Also für genau, super Hinweis, weil das auch gelegentlich zu Problemen führt. Wenn man es dann nämlich tut, kann es sein, dass die Datenbank beschädigt wird. Dann muss man die im blödesten Falle neu anlegen und die Fotos eben auch neu einlesen, was dann entsprechend dann wieder länger dauern kann. Also wie du gesagt hast, es geht tatsächlich nur vom gleichen Betriebssystem auf eine Datenbank zuzugreifen und nicht gleichzeitig mit mehreren Benutzern. Dafür ist Exaia nicht ausgelegt. Jetzt gibt es hier drei Fragen im F&A, die zu diesem Thema gestellt wurden, die ich auch ganz interessant finde. Einmal, wenn ich eine manuelle Sicherung mache, ist das dann automatisch eine neue Datenbank? Mhm. Das ist eine Sicherung, ne? Also das ist ja dann nicht die Originaldatenbank oder also wird da eine zweite? Die kann man tatsächlich öffnen wie eine normale Datenbank. Ja, es ist technisch genauso gelöst. Die wird jetzt nicht irgendwie komprimiert, verschlüsselt irgendwas, sondern die kann man direkt dann auch wieder so aufrufen. Da, wo man es hingesichert hat, könnte man es von dort auch wieder als Datenbank aufrufen. Ja, aber es ist eine zweite Datei, also es wird eine zweite Datei angelegt, ne? Es ist eine schon. Es wird extra, genau, es ist eine eigene. Ja, ja. Mhm. So, dann ist die Frage gewesen, Moment, jetzt hat sich das hier kann man Daten von einer Datenbank auf die andere neue übertragen, einlesen? Gibt es im Moment kein Tool, das mir bekannt wäre dafür. Und die Frage, wo Exaia die Datenbank bei der Installation anlegt, also bei der Standard, wenn man das jetzt nicht macht, wie Hendrik gerade beschrieben hat, also nicht über neue Datenbank anlegen, da kann ich ja selber den Speicherort bestimmen, dann ist das im Systemverzeichnis irgendwo, das steht im Forum ganz genau, der Pfad, ne, wo das genau, den habe ich auch gerade nicht im Kopf. Das ist auf Mac und auf Windows, gibt es da jeweils einen Standardpfad im System, wo das dann entsprechend angelegt wird. Genau. So, jetzt kommen hier eine ganze Reihe an. Das gucken wir uns nachher nochmal an. Ich glaube, die gehen jetzt auch ein bisschen auf Stichwortanalyse und so weiter. Okay. Ist eine Serverversion SQL geplant? Das sagt mir jetzt nichts. Ich gucke auch gerade mal. Oder was? Ist eine Serverversion geplant? Kann ich jetzt nichts zu sagen? Ich glaube, das ist eine Frage, die man gerne im Forum stellen kann. Das ist auch, glaube ich, sehr speziell, weil das auch in die Entwicklungs- und Roadmap geht. Also auch Wünsche auch gerne einfach ins Forum. Also es gibt im Forum auch danke für den Hinweis, es gibt im Forum auch einen Bereich, wo man jetzt Wünsche für künftige entwickelte Funktionen eintragen kann oder angeben kann. Und das wird vom Entwicklungsteam auch gelesen. Also da gab es mal die Diskussion, warum wird nicht geantwortet. Das passiert nicht im Einzelfall, aber es wird auf jeden Fall gelesen, wenn da jemand was reinschreibt. Insofern ist es immer gern gesehen, da auch Wunschfunktionen für künftige Versionen im Forum. Zu den Stichwörtern sagen wir ja nochmal was. Hier habe ich noch eine kurze Sache. Hier war gerade die Frage, ja, damit mehrere Personen gleichzeitig dran arbeiten können. Das geht eben nicht. Es können nicht mehrere Personen. Nee, das war die Präzisierung für die SQL-Datenbank. Das war dieselbe Person, das hat präzisiert. Genau. Einfach nur in der Datenbank kann man eben. So, mit mehreren Leuten gleichzeitig. Welchen Menüpunkt finde ich neue Datenbank anlegen? Das ist unter Datei ganz links oben. Moment, ich kann mal kurz meinen Bildschirm freigeben. Das ist hier ganz einfach, hier oben links Datei, Ordner für neue Datenbank wählen und dann klickt man da drauf und dann kann ich auswählen, wo, auf welcher Festplatte und so weiter ich das anlegen möchte. Also da brauche ich nur den Ordner auswählen, hier oben über Datei, neue Datenbank. Also hier sieht man auch Datenbankordner öffnen. Hier kann ich nochmal auswählen, ne? Datenbankordner auswählen. Da, wenn ich jetzt mehrere habe, kann ich da auswählen, welchen davon ich öffnen will. Und kürzlich geöffnet, hier sehe ich all meine Datenbankordner und dann kann ich da ganz einfach hin und her wechseln. Also das wären jetzt. Ah, hier kommt die Umfrage. Wo speichern Sie die hauptsächlich? Da sind doch die meisten auf einer externen Festplatte. Mhm. Ja.
Wobei Fotos. Netzwerkspeicher auch einen großen Teil hat. Also da wundert mich und erstaunt, dass doch so viele ein NAS zu Hause stehen haben. Ja, es sind doch inzwischen viele, ne? Gut, machen wir mal weiter. Datenbank haben wir besprochen. Dann ist die nächste Frage, betrifft das ganze Thema Analyse, beziehungsweise also analysieren oder initialisieren von Exaya Photo oder also von den Bildern, die in Exaya Photo oder in Exaya Search eingelesen werden. Was ist das überhaupt? Was macht das überhaupt? Das heißt halt in Exaya Photo analysieren, in Exaya Search initialisieren. Und was dort passiert, ist, dass die künstliche Intelligenz von Exaya die einmal die Bildinhalte analysiert, also was ist überhaupt auf dem Foto zu sehen, welche dominanten Farben sind da zu sehen und die automatischen Schlagwörter vergibt. Das ist mal das Grundprinzip, was bei der Analyse passiert. Wenn man mit Exaya Photo arbeitet, gibt es da noch einen weiteren Punkt, der eigentlich vorher passiert. Exaya Photo hat ja eine Datenbank und sobald man Fotos hinzufügt zu dieser Datenbank, wird natürlich erstmal in die Datenbank geschrieben, der Dateiname, der Pfad zu dem Foto, also diese ganzen Informationen, wo befindet sich das Bild, wie finde ich das wieder. Das nennt sich dann, während man die Bilder hinzufügt, sieht man oben so einen Prozess durchlaufen, da steht dann Registrieren. Bilder werden in der Datenbank registriert. Damit werden also diese gesamten Informationen zu den Fotos erstmal in die Datenbank geschrieben. Und im zweiten Schritt kommt dann Bilder analysieren und dort werden dann die Bildinhalte analysiert und die Verschlagwortung vorgenommen. Bei Search, was ja ein Lightroom-Plugin ist, läuft es etwas anders. Da erfolgt natürlich die Verwaltung der Bilder, also wo befinden sich die Fotos, wie sind die Dateinamen über Lightroom. Und da setzt dann Exaya auf mit der künstlichen Intelligenz und macht dann beim Initialisieren die Bildanalyse, die Verschlagwortung. Das sind also zwei getrennte Prozesse bei Lightroom und bei Exaya Photo ist alles in derselben Datenbank, ne? Und da gibt es dann auch die Frage, man hat ja verschiedene Optionen, zum Beispiel, wenn man Fotos hinzufügt, kann man anklicken, ob man die Bilder sofort beim Hinzufügen analysieren lassen will oder ob man das später nachholt. Und da kann Henrik vielleicht noch mal was zu sagen, was das für eine Auswirkung hat, wenn man die Analyse erstmal weglässt und nur die Registrierung startet. Das gibt ja dann ein Performance, also das ist ein bisschen Performance Booster, sage ich mal, oder Performance Schub. Das kann jetzt mal aus Support-Sicht manche User fragen, okay, das dauert jetzt sehr lange. Ist das normal? Das ist mal die erste Frage. Und die zweite Frage ist, was kann ich machen, wenn mir das so lange dauert? Und wie lange das dauert, hängt sehr von dem verwendeten, von der Hardware ab, wo die Bilder liegen, wenn die auf externen Platten liegen und die Verbindung ist nicht so schnell. Da gibt es dann ja auch bei USB wieder unterschiedliche Geschwindigkeiten oder auch Netzwerken. Dann kann das eben schon mal Stunden bis viele Stunden dauern. So, es wurde auch mal gefragt, was ist denn da ein Beispiel wert? Also ich habe jetzt neulich eine Beispieldatenbank eingelesen mit 37.000 Bildern, die wir jetzt zum Testen verwenden bei Exaya. Das hat auf meinem Rechner lokal etwas über eine Stunde gedauert. Allerdings muss man sagen, dass ich ein ziemlich schnelles MacBook Pro habe, ein relativ aktuelles, und die Bilder lokal auf einer SSD liegen. Das heißt, wenn ich das Ganze mit einer externen Festplatte gemacht hätte und mein Computer ist vielleicht nicht gerade aus dem letzten Jahr oder nicht so ein High-End-Bildbearbeitungs-PC, dann kann das tatsächlich eben schon auch mal diverse Stunden und teilweise über Nacht oder auch länger dauern. Und da gibt es eben den Trick zu sagen, ich mache das nicht alles auf einen Schlag, sondern ich mache die Analyse. Da gibt es so ein Häkchen beim Einlesen der Bilder, das ich dann eben setzen oder rausnehmen kann, dass ich die Analyse nicht sofort mache, sondern die Bilder erstmal in Exaya Photo, wenn wir jetzt von Exaya Photo sprechen, im ersten Schritt, dass ich die Bilder nur erstmal registriere. Genau, danke, dass du es zeigst. Und dann im zweiten Schritt, wenn ich dann eine Ordnerstruktur in Exaya sehen kann, da werden auf der linken Bildschirmseite werden ja die ganzen Ordner angezeigt, wenn sie angelesen sind, dann kann ich mit der rechten Maustaste auch nachträglich die Analyse noch starten.
Und die ganzen Ordner, die noch nicht analysiert sind, die kriegen so ein kleines Glockensymbol als Warnsignal, dass die eben noch nicht analysiert sind. Und dann kann ich das, je nachdem, wie ich das möchte, eben Ordner für Ordner auch machen oder einen übergeordneten Ordner analysieren lassen, die Unterordner dann mitnehmen und kann das so ein bisschen dosieren, wie lange das dann eben am Stück läuft. Ja, das ist für diejenigen User interessant, die jetzt vielleicht nicht den allerneuesten PC haben oder einfach auch sehr, sehr viele Bilder einlesen wollen. Das kann man also dann nach und nach machen, wenn man das möchte. Dazu habe ich zwei Anmerkungen. Das erste ist, dass man die Performance in Xayah Photo auch noch etwas beschleunigen kann, indem man bei den Einstellungen hier anklickt mit maximaler CPU-Last analysieren. Dann wird eben die volle verfügbare Power des Rechners benutzt. Das kann man einstellen, wenn man nicht nebenbei unbedingt rechenintensive Arbeiten gleichzeitig am Rechner ausführt, weil dann hat natürlich der ganze Rechner mehr Last zu tragen. Aber wenn ich sage, okay, ich lasse es über Nacht laufen und mache selber gar nichts gerade am Rechner, dann kann ich die volle Kraft meiner CPU, meines Rechners nutzen, um das zu verarbeiten. Also das wäre auch nochmal ein Punkt, den man ja einstellen kann. Und das andere, was man dazu sagen muss, wenn man die Analyse nachträglich startet, dann muss man wissen, es kann ja sein, dass Sie schon in einem externen Programm schon Stichwörter vergeben haben, wenn Sie jetzt mit Capture One arbeiten oder mit Lightroom oder anderen, wo irgendwas schon vergeben wurde an Stichwörtern oder auch an Markierungen, an Sternchen, an Bewertungen, dann werden diese externen vergebenen Metadaten nicht automatisch mit importiert in Xayah Photo. Das passiert nur, wenn man beim ersten Hinzufügen der Ordner diesen Punkt hier angeklickt hat. Also da sind wir wieder bei dem, dass man gucken muss, wo ist die Priorität? Habe ich eine schlechte Performance und möchte die Performance verbessern? Oder möchte ich alles in einem Arbeitsschritt haben und die Performance ist mir in dem Moment egal? Also wenn ich dieses beim ersten Hinzufügen der Bilder angeklickt habe, dann werden auch extern vergebene Stichwörter und Markierungen und so weiter mit importiert. Das steht zur Erklärung auch gleich nochmal dahinter, damit man das nicht übersieht. Es kann man aber trotzdem später nachholen. Also da muss man jetzt nicht sagen, okay, ich muss das auf jeden Fall am Anfang machen. Man muss sich halt nur nicht wundern, dass das nicht sofort passiert. Wenn man es nachträglich analysiert und auch die externen Metadaten dazuladen will, dann geht das später einfach über Foto-Metadaten laden. Dann wird auch nochmal das, was in einem externen Programm schon vergeben wurde, zusätzlich noch in Xayah Photo dazugeladen. Also das ist ein Punkt, den man wirklich wissen muss, was den Unterschied macht zwischen sofort analysieren oder später analysieren. Und wenn man Metadatenladen auswählt, wird das auch nur für den entsprechenden Ordner gemacht, ne? Nicht für die gesamte Datenbank. Ja, das wird gemacht für die Bilder, die ich anklicke oder für das Foto, was ich anklicke. Mhm. Das muss ich markieren vorher. Genau, das wird nicht für die gesamte Datenbank gemacht, sondern für das, was ich da gerade ausgewählt habe. Ja. Ja, also vielleicht kann ich das kurz nochmal zusammenfassen. Also beim Analysieren werden die Bilder sowohl analysiert, als auch die vorhandenen Stichworte, die da schon gespeichert sind, werden eingelesen. Und wenn ich die Bilder erstmal nur registriere, dann kann ich natürlich auch noch nicht in Xayah nach irgendwas suchen. Also weder nach den eigenen Stichworten, die ich jetzt vielleicht mit Capture One vergeben habe, noch nach den Stichworten, die Xayah vergeben würde. Und ich kann das nachträglich über die Analyse machen und gleichzeitig jetzt, wenn ich das Thema Metadaten laden habe, das ist eigentlich noch ein Schritt später, das passt irgendwie auch ganz gut gerade in den Flow, in dem wir hier im Gespräch sind, nach dem Analysieren kann ich immer noch, das ist auch ein Thema, was im Support öfter mal gefragt wurde, kann ich immer noch mit anderen Programmen auch Metadaten austauschen. Das heißt, ich kann mit Capture One Metadaten sichern und die dann in Xayah auch nachträglich noch einladen, ohne die Bilder nochmal analysieren zu müssen. Also dieser Menüpunkt analysieren, der wird üblicherweise ein Bild nur einmal einlesen, danach analysiert Xayah das Bild nicht nochmal. Man kann aber die Metadaten, wenn die sich ändern, nachlesen, indem man eben diesen Menüpunkt Metadaten laden verwendet. Das war auch eine Frage im
in den F&As jetzt gerade, den wir hatten. Da hatte nämlich Genau, jemand da. gefragt, wie kann ich, ich wollte mal kurz gucken, ich hatte das nicht Raw-Dateien gesehen, wird schon im, gefragt. Übernahme von gar nicht. Metadaten aus Raw-Dateien wird hier gefragt. Ja, ich habe hier jetzt gerade die Frage offen, dass jemand Excel ja gerne nochmal dazu bringen möchte, das Bild zu analysieren. Das wird normalerweise eben nicht passieren, weil Excel sich das merkt, dass es das Bild schon analysiert hat. Man müsste dann das Foto aus der Datenbank entfernen und neu synchronisieren, damit es wieder eingelesen wird. So, dann würde es nochmal Aber analysiert werden. dann, Hendrik, auch die andere Frage, die ist hier sehr gut passend. Funktioniert denn die Übernahme von Metadaten aus anderen Programmen auch bei RAW-Dateien? Ja, grundsätzlich ja. Da kommen wir dann in diesen Bereich XMP-Dateien oder nicht. Darüber haben Heike und ich vorhin schon mal gesprochen, weil es da einiges zu beachten gibt und das auch gelegentlich verwirrend ist. Also man muss wissen, dass für RAW-Dateien die Metadaten in extra Dateien gespeichert werden, die XMP-Dateien heißen. Also eine XMP-Datei, für die, die es noch nicht kennen, das ist eine ganz kleine Textdatei, die mit dem Bild zusammen auf der Festplatte abgespeichert wird. Die hat genau den gleichen Namen wie das Bild und am Ende eben die Endung .xmp. Man kann die auch mit einem Texteditor aufmachen und kann sich das durchlesen. Also es ist wirklich nur ein strukturierter Text, der da drin steht mit den ganzen Stichworten und ein paar anderen Informationen. Und wenn eine RAW-Datei entsprechend mit diesen XMP-Informationen zusammen abgespeichert wird, dann liest Excel ja das auch aus dieser XMP-Datei ein. Und umgekehrt, wenn man diesen Punkt Metadaten speichern wählt, dann wird genau so eine XMP-Datei zur RAW-Datei auch abgelegt. Und dann gibt es eben noch den Fall von JPEG. JPEG ist ein anderes Bildformat, hat die Möglichkeit, dass man die Metadaten in der JPEG-Datei direkt mit ablegt. Da wird also nicht zwingend eine XMP-Datei angelegt. Und viele Programme lesen das dann direkt aus dem JPEG raus. Es geht aber auch mit manchen Programmen, und Excel gehört dazu, dass man aktiviert, dass diese XMP-Dateien immer angelegt werden. Und dann würde die XMP-Datei, also die Metadaten, würden dann immer zusätzlich zum JPEG in einer Extra-Datei abgespeichert. Wichtig ist dann nur, dass man auf der anderen Seite ein Programm hat, was entsprechend diese XMP-Dateien auch dann wieder aufmacht. So, und da haben wir eben festgestellt, dass sich das unterschiedlich verhält. Capture One zum Beispiel ist ein Programm, das arbeitet immer mit XMP-Dateien. Das heißt, die ändern auch in JPEGs nicht die eigentliche Datei, um die Datei als Rohdatei sozusagen zu schützen und speichern immer die Metadaten in einem XMP-File. Und da gibt es eben eine Einstellung in Exire, die man aktivieren kann, damit das dann entsprechend auch gelesen wird, auch bei JPEG-Daten. Lightroom wiederum macht es genau andersrum. Lightroom ignoriert XMP-Dateien bei JPEGs und macht nur das Lesen aus der JPEG-Datei direkt. Und ja, da macht es dann keinen Sinn, extra XMP-Files zu JPEGs abzuspeichern. Also da muss man wissen, mit welchem Programm man sich austauscht und dann in Exire die entsprechenden Häkchen setzen. Genau genommen ist es ein Häkchen, vielleicht können wir es gleich nochmal zeigen, was diese XMP-Dateien angeht. So, das Also ist. jetzt habe ich die Frage ein bisschen ausführlicher erklärt, weil sich die Gelegenheit gerade bot und die Frage wird öfter mal Ja, gestellt. das kommt oft vor. Nee, sehr gut. Du hast auch direkt mehrere Fragen mit beantwortet. Okay, Also super. ich zeige mal kurz hier also bei Dateieinstellungen haben wir hier einen Genau. Punkt Metadaten und hier habe ich das immer Filialdateien benutzen. Das bedeutet halt immer die Metadateninformationen, die Stichwörter in XMP-Dateien schreiben, also auch bei JPEGs und PNGs und DNGs, wo das normalerweise ins Bild geschrieben wird. Und wenn ich das nicht angeklickt habe, dann wird es bei RAW-Formaten halt, wie Henry gerade erklärt hat, dazu geschrieben und also in die XMP-Datei geschrieben und bei JPEGs und so weiter direkt in die Datei. Und was man vielleicht noch ergänzen muss, dieses Hin- und Herladen von Stichwortinformationen zwischen den Programmen, wenn das nicht klappt, es ist auch immer wichtig, in dem anderen Programm, also in Lightroom oder in Capture One, müssen auch die Metadaten, die dort vergeben wurden, also die Stichwörter, die dort vergeben wurden, immer erst dort zu der Datei dazu gespeichert werden.
Also die gehen auch nicht automatisch in die Datei rein. Bei Lightroom heißt das Metadaten in Datei schreiben oder speichern. Das findet man im Reiter Metadaten. Ich weiß nicht, bei Capture One kennt sich Hendrik besser aus, aber da ist es wahrscheinlich ähnlich. Es ist genauso, gibt es auch einen Punkt. Ich weiß jetzt nicht wörtlich, wie er heißt, aber es ist das Gleiche. Auch Metadaten speichern. Man markiert die Bilder, wo man die Metadaten speichern will und wählt den entsprechenden Menüpunkt aus und dann werden die XMP-Dateien erst erzeugt. Wenn man das nicht macht, hat man die Informationen nur innerhalb von dem Programm. Also Capture One hat ja eine Datenbank, Lightroom hat ja eine eigene Datenbank und XDAI hat eben auch eine eigene Datenbank. Und die Information ist immer erstmal nur in dem Programm, weil damit der Zugriff für das Programm einfacher und schneller ist. Und erst wenn man den Austausch will, muss man das wirklich auswählen, dass man die Daten auf der Festplatte noch abspeichert. Und das Gleiche ist ja dann auch innerhalb von XDAI zu machen, wenn wir dort Stichwörter haben. Ich muss mal kurz hier die Zoom-Leiste wegmachen. So, wenn wir Stichwörter haben, man sieht den Bildschirm noch, ja. So, dann haben wir ja einerseits hier rechts die von XDAI Photo selbst vergebenen, selbst gefundenen Stichwörter. Ich kann auch natürlich jegliche benutzerdefinierten Stichwörter hier oben selber hinzufügen. Also wenn ich jetzt das noch, was weiß ich, das ist im Büro, dann kann ich noch Büro eingeben. Dann muss ich auf ein Pluszeichen, dann erscheint das da. Huch, da ist irgendwas anderes gerade im Prozess. Da ist es. So, und auch diese Stichwörter sind nicht automatisch so, dass sie schon im anderen Programm geladen werden können, sondern man muss immer vorher die Stichwörter auch hier zu dem Foto speichern. Also wenn ich vorhabe, die in irgendeiner Form zu exportieren, dem Foto mitzugeben oder in einer anderen Anwendung zu öffnen und die sollen dort erscheinen, muss ich immer vorher hier die Metadaten zu den Fotos speichern. Und auch das passiert dann entweder zu dem ausgewählten Bild, wenn ich eins habe, oder ich markiere alle und sage Metadaten speichern. Und dann ist es je nach Einstellung eben in der XMP-Datei oder in dem Bild vorhanden und kann von anderen Anwendungen wieder ausgelesen werden. Also das ist eigentlich so ein Knackpunkt, der bei vielen zu Problemen führt, die sagen, ja, die Metadaten werden nicht übertragen. Dann wäre also wirklich der Tipp, checken, ob man in beiden Programmen, in dem, von wo man speichert und da, wo man es einlesen will, ob man die Metadaten gespeichert hat in dem Ausgangsprogramm und ob die Formate richtig sind, also ob ich bei beiden mit XMPs arbeite oder ob es bei beiden Formate sind, wo es in die Dateien geschrieben wird. Das ist so das Grundproblem, was da auftreten kann. Das erklärt dann auch eben, das habe ich bei den Fragen nochmal gesehen, ja, dann wären ja die Metadaten verloren. Nein, wenn ich die einmal abgespeichert habe zu dem Foto, sind sie ja nicht verloren. Also selbst wenn ich dann, korrigiere mich, Hendrik, ob das, wenn das nicht richtig ist, wenn ich jetzt ein Bild habe, ich habe hier die Metadaten, speichere die ab zum Foto und entscheide mich dann, das Bild vielleicht doch aus dem Ordner zu löschen, also nicht von der Festplatte, sondern aus der Datenbank. Und dann füge ich es wieder hinzu, dann werden ja auch die selbstvergebenen Stichwörter wieder reingeladen, auf genau, die Benutzer definiert, genau. Weil die sind in der Datei gespeichert. Ja, und ich habe gerade ein bisschen in den Fragen auch nochmal mitgelesen. Da gab es nämlich auch so eine Frage. Wo war die nochmal? Genau, wenn ich... da vom Thomas. Wenn ich jetzt nachträglich ein Foto aus der einen Datenbank in die andere Datenbank schieben möchte. Das Schieben, die Funktion gibt es so nicht. Aber wenn ich die Metadaten abgespeichert habe und dann das gleiche Foto in einer anderen Datenbank wieder einlese, dann werden die vergebenen Stichworte da entsprechend natürlich auch von XDAI in der zweiten Datenbank eingelesen. Insofern könnte man es dann mit dem Trick, wenn man so will, schon machen. Arkadi, hast du eine Umfrage vorbereitet, wie viele Leute Search und wie viele Leute Foto nutzen? Ja, kann ich gerne. Das wäre vielleicht auch nochmal. Kommt sofort. Auch die Umfrage ist anonym, einfach nur für uns als grobes Richtwert. Und ich würde ganz die Umfrage gern nämlich dann mal kurz in Lightroom gehen und auch mal zeigen, dieses Stichwortthema ist ja in Lightroom, also in XDAI Search, dem Lightroom-Plugin, auch nochmal eine ganz eigene Thematik, die vielleicht der eine oder andere auch noch nicht so richtig verstanden hat. Ich teile mal kurz meinen Bildschirm hier. Knapp 80% haben schon beantwortet. Ich lasse mal kurz die Umfrage laufen.
Und dann gebe ich die Ergebnisse frei. Also bereits jetzt führt Exaia Photo deutlich. 2/3 Exaia Photo, 1/3 Exaia Search. Gut, aber es sind auf jeden Fall Exaia Search-Nutzer auch dabei. Deswegen würde ich dann doch auch mal darauf eingehen. Nutze beides, schreiben mir auch ein paar, okay. Bei Lightroom fällt sich das so, da habe ich ja eben gesagt, es gibt zwei getrennte Datenbanken, die Lightroom-Datenbank und die Exaia-Datenbank. Die stehen nebeneinander im selben Verzeichnis. Und mit Fotos initialisieren werden ja die von der künstlichen Intelligenz automatisch die Schlagwörter vergeben von Exaia. Die werden auch in die Exaia-Datenbank gespeichert. Und was aber dann passiert, ist, dass wenn man in dem Bereich hier guckt, wo normalerweise die Stichwörter stehen, dann ist das leer, da steht gar nichts. Obwohl die Bilder analysiert wurden von Exaia Search und tatsächlich auch verschlagwortet. Und das liegt daran, dass das, was hier angezeigt wird, das ist nur die Lightroom-Datenbank. Das kommt aus der Lightroom-Datenbank. Und die Exaia-Stichwörter sind an einer anderen Stelle vorhanden. Und wenn man jetzt möchte, dass die hier auch erscheinen, dann muss man die Stichwörter einmal übertragen. Und, hier kommt die Einblendung. Naja, immerhin, ne? 34%, also doch. Vielen Dank auch an die Person, die noch weder noch verwendet. Hoffentlich wird sich das nach dem Webinar ändern. Vielen Dank für das Interesse. Moment, ich muss hier mal gerade wieder die Leiste verschieben, sonst komme ich nicht an mein Bedienelement. So. Ich sagte ja, hier sind jetzt die Stichwörter eigentlich vorhanden, aber nicht hier drin. Und dann muss man über die Bibliothek-Zusatzmodul-Option muss man hier auf Stichwörter übertragen gehen. Und nun werden mir die Stichwörter angezeigt, die Exaia Photo gefunden hat zu diesem Foto. Und hier kann ich sogar auswählen und kann entscheiden, was davon soll denn in den Lightroom-Katalog übertragen werden. Wenn ich jetzt sage, okay, was weiß ich, Fahrzeug interessiert mich hier nicht und Wolken finde ich auch nicht so wichtig und Kanu ist mir auch egal, Hauptsache Boot, dann klicke ich das weg. Und hier könnte ich auch noch benutzerdefinierte eigene Stichwörter zugeben und vielleicht ist das der Urlaub in Vietnam. Und dann übertragen und schließen. Und wenn ich jetzt nochmal draufklicke, jetzt sieht man, hier erscheinen jetzt die Stichwörter in dem Lightroom-Fenster. Und jetzt ist das zu behandeln wie normale Lightroom-Stichwörter. Also jetzt kann ich da auch in dem Lightroom-Stichwortliste kann ich nach diesen Bildern suchen, kann die anklicken über die Stichwörter. Also da habe ich dann die gleichen Funktionalitäten und das wird behandelt wie ein Lightroom-Stichwort. Also das wäre hier wichtig zu wissen. Und die Initialisierung, also das, was bei Exaia Photo die Analyse war, das muss man oder kann man, das ist halt so voreingestellt, hier auch manuell anstoßen, auch über Zusatzmoduloptionen. Da muss man, wenn man die Bilder hinzugefügt hat, sie einmal initialisieren. Da kann ich dann auch entscheiden, ob nur Filmstreifen oder die gesamte Datenbank. Das ist dann das Gleiche, was in Exaia Photo die Analyse wäre. Ich könnte aber auch über die Zusatzmodul Manager, hier kann man auch einstellen, dass die Fotos direkt beim Import initialisiert werden. Das ist hier standardmäßig nicht aktiviert. Das ist nämlich auch wieder eine Performance- und Zeitfrage. Aber wer sagt, okay, ich möchte das jetzt eigentlich immer sofort analysiert, initialisiert haben, könnte das hier anklicken, dann dauert es natürlich länger. Und man kann auch hier entscheiden, dass die Stichwörter sofort beim Import auch übertragen werden. Das verlangsamt natürlich das alles. Aber da muss jeder ein bisschen sehen mit seinem eigenen Workflow oder welche Datenmengen er hat, einfach mal ausprobieren. Also das wären die Punkte, die man hier in Lightroom für die Stichwortübertragung benutzen muss. So, dann gehe ich da wieder raus. Genau. Ja? Vielleicht kann ich da kurz andocken. Hier ist noch eine Frage gewesen in der Benutzerfrage zum Thema, wo soll man denn jetzt eigene Suchbegriffe, Stichworte in Lightroom reinhängen. Also Heike, du hattest es ja gerade gesagt, in dem Baum von Lightroom sind dann alle Stichworte gleichberechtigt. Es gab früher mal den Wunsch, die Exaia-Stichworte getrennt von den anderen Stichworten aufzubewahren. Deshalb erzeugt Exaia da einen eigenen Baum in dieser Hierarchie mit den eigenen Stichworten. Und
Die Empfehlung wäre dann wahrscheinlich, die eigenen Stichworte auch wieder in einen eigenen Baum zu hängen. Aber grundsätzlich ist das Geschmackssache, wie man das macht. Mhm. Hier fragt gerade einer, wieso bei dem Boot gerade das Foto als Fahrzeug erkannt wurde. Naja, ein Boot ist ein Fahrzeug, also damit fährt man auch rum. Von daher ist das in dem Fall schon ganz passend. Hier kommt auch mal eine Frage, kann man die zentrale Datenbank von Exaia Foto auf einem NAS speichern und von verschiedenen Rechnern aus nutzen? Ja, das geht. Und dann kann man die, ja, jetzt kommen, da sind wieder spezielle Fragen, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Genau. Wir kommen ja auch noch auf das Thema Synchronisieren in Exaia Foto, weil hier auch die Frage nach der automatischen Ordnerüberwachung kam. Die kommt hin und wieder. Oder was geschieht, wenn ich Fotos lösche, verschiebe oder hinzufüge? Genau, das ist eine gute Frage. Da werde ich mal im Video antworten. Das klicke ich direkt mal an. Und zwar gibt es nach dem Analysieren, kann es ja immer noch sein, dass ein Ordner eingelesen ist und ich Bilder dazu speichere oder welche rauslösche oder dass ich Bilder bearbeite und dann kommen die bearbeiteten JPEGs dann dazu. Dann kann es nötig sein, dass man den Ordner neu synchronisiert. Dafür gibt es eben auch rechte Maustaste anklicken auf den Ordner und dann synchronisieren anklicken. Das passiert ebenfalls aus Performancegründen nicht automatisch. Sonst müsste Exaia ständig alle Ordner überwachen und das würde wahnsinnig Zeit fressen oder Rechenzeit fressen. Deshalb muss man das anklicken. Es gibt also derzeit keine automatische Ordnerüberwachung. Und dann werden die Bilder, die neu dazugekommen sind, werden dann neu in den Exaia-Katalog aufgenommen und entsprechend gelöschte werden dann auch entfernt. Da gibt es noch eine Sicherheitsabfrage vorher, sodass man dann weiß, was da eben passiert. Ja, ich glaube, das wäre die Antwort auch auf die Frage gewesen. Da kann man auch noch ergänzen bei den Ordnern. Da kam ja auch immer die Frage, wenn man die Bilder verschiebt oder Ordner verschiebt oder wo extern verschoben hat, da gibt es auch rechte Maustaste auf dem Ordner, neu orten. Da kann man dann einfach den neuen Pfad suchen und anklicken und dann ist der Ordner sofort wieder, dann wird der auch nicht neu gelesen, sondern dann wird nur der neue Pfad in die Datenbank geschrieben. Also das ist auch kein Problem, wenn man sich da umorganisieren möchte und Ordner umbenennt oder sogar extern verschiebt. Die findet man auch ganz leicht wieder. Ne? Dann hattest du ja, Hendrik, noch ein paar Tipps und Sachen auch nochmal aus dem technischen Bereich. Zum Beispiel, wenn man seinen Lizenzschlüssel verloren hat, was man dann macht. Das passiert ja auch manchen. Da hast du, glaube ich, auch. Das ist eine häufige Frage, die auch einfach zu beantworten ist. Also wenn man Exaia einmal gekauft hat und man installiert jetzt den Rechner neu zum Beispiel oder man verliert das Mail, in dem der Lizenzschlüssel stand, weil man das dann gelöscht hat oder was auch immer, dann kann man einfach auf der Webseite von Exaia die Lizenzwiederherstellung anklicken. Und da muss man nur die E-Mail-Adresse eingeben, und zwar die, mit der man das Programm auch mal gekauft hat. Und dann kriegt man postwendend automatisch den Lizenzschlüssel zurückgesendet. Und bei der Gelegenheit noch der Hinweis, manchmal landen diese E-Mails, weil die von einem automatischen System verschickt werden, im Spam-Ordner. Und da muss man dann entsprechend gucken, ob es dann da gelandet ist. Dann gab es noch die Frage, oder was du gesagt hast, könnte schon mal Probleme geben bei der Verwendung auf mehreren Computern? Ist das das, was wir schon besprochen haben? Das ist im Wesentlichen das, was wir schon besprochen hatten. Wenn man jetzt von mehreren Computern auf die Datenbank zugreift und wenn man es sogar erfolgreich, das ist jetzt ein Fehler, der speziell bei Exaia Search auftreten kann. Da ist es so, dass ich theoretisch kriege ich nicht sofort eine Fehlermeldung. In den vergangenen Versionen war es zumindest so, dass ich keine Fehlermeldung bekommen habe, wenn ich einmal von Windows und einmal von Mac zugegriffen habe. Und dann konnte ich sogar noch damit arbeiten. Wenn ich dann aber Bilder initialisiert habe, dann gab es danach eben einen Fehler in der Datenbank. Das ist jetzt in der neuen Version ist das abgefangen, aber da muss man wirklich aufpassen. Das funktioniert eben einfach nicht. So, und es führt jetzt nicht mehr zu Fehlern, aber auf alten Versionen hat es zu Fehlern geführt. Also wenn man jetzt so eine Fehlermeldung bekommt, dann liegt es wahrscheinlich daran, beziehungsweise oft muss man dann auch, es gibt diese Funktion Fehlerbericht senden, also wenn das Programm nicht startet zum Beispiel,
im Fall von Xaira Search, dann kann man die Logdateien über Fehlerbericht senden, dann anders schicken oder wenn es irgendeine andere Fehlermeldung gibt. Und dann können wir da im Detail analysieren, was. Ich glaube, das ist im Hilfebereich, ne? Im Menüpunkt Hilfe. Ja, genau. Oder? Da gibt's so ganz bei Xaira Photo ist es im Hilfebereich, Hilfe Fehlerbericht senden. Und bei Xaira Search, da ist es im Zusatzmodul Manager, wenn man da ganz nach unten scrollt bei den Xaira Search Einstellungen, da gibt es dann auch diesen Button Fehlerbericht senden. Da muss man dann nur noch seine E-Mail-Adresse eingeben. Wenn man die nicht eingibt übrigens, dann können wir nicht antworten. Das ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis. Also es ist jetzt nicht so, dass im Hintergrund wir wie wild E-Mail-Adressen gesammelt hätten. Man muss die tatsächlich eingeben, damit wir antworten können. Dann gab es das Thema Fehler beim Lightroom-Update. Genau, das ist ein relativ aktueller Fehler, der öfter aufgetreten ist. Und zwar, wenn man, das ist ja so, dass man nicht immer automatisch sofort, wenn das Update von irgendeinem Programm kommt, das auch macht. Und manche User warten da eben eine Zeit lang mit. Im Falle von Lightroom und Xaira Search hat man ja zwei Programme. Wenn man jetzt beide nicht super aktuell gehalten hat und macht dann irgendwann später das Lightroom-Update, hat sich um Xaira Search vorher auch nicht um das Update gekümmert, dann gab es zuletzt einen Fehler. Das heißt, da muss man gucken, dass man von Xaira Search auch die neueste Version lädt. Das kann man im Forum runterladen. Da können wir auch einen Link vielleicht noch einblenden, dass man das also vor den Lightroom-Updates immer sicherstellt, dass man von Xaira Search die neueste Version hat, weil die ist immer schon für das neue Lightroom auch vorbereitet. So, und das kann einem etwas Kummer ersparen. Genau, ich habe beide Links in den Chat hier reingepostet. Gerne einfach anklicken, dann sind die Browser offen und da kann man die speichern oder. Super, genau. In dem Zusammenhang vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Es gibt von Apple ja diesen neuen M1-Prozessor. Den gibt es erst seit kurzem. Und der Update-Prozess konnte nicht damit rechnen, dass es einen neuen Prozessor geben würde, logischerweise. Das heißt, bei den ersten Updates, wenn man jetzt, egal auf Xaira Photo oder Xaira Search, ein Update macht und man hat einen M1-Prozessor, also ein Apple-Computer mit diesem neuen Prozessor, dann bekommt man den Hinweis, dass man dieses M1, diese Version, manuell runterladen muss. Das kann naturgemäß noch nicht automatisch passieren. In Zukunft wird das natürlich abgefragt, welchen Prozessor man hat, aber da es diesen Prozessor bis vor kurzem noch nicht gab, ist jetzt beim Übergang diese Abfrage nicht möglich. Ja, also es hat manchmal zu Irritationen geführt. Es gibt eine Meldung, da steht dann bitte manuell die neueste Version für diesen Prozessor laden, weil die andere eben nicht für den Prozessor optimiert ist. Aber viele haben das einfach nicht gelesen und sich dann gewundert, warum das Update nicht funktioniert. Ich gucke gerade noch mal hier durch die Fragen. Da waren auch noch mal, kann Xaira TIFF-Dateien von Photoshop die Ebenen einschließen, analysieren? Ja, ne? TIFF-Dateien sind doch auch. Also TIFF-Dateien ja, bei den Ebenen wäre ich mir eher nicht so sicher. Ich glaube nicht. Also grundsätzlich ist es so, dass Xaira Photo fertige, übliche, archivfähige Bilddateien einliest und diese auch entsprechend analysieren kann, aber keine Bearbeitungsvarianten, also keine Photoshop-PSD-Dateien, keine Affinity-Photo-Arbeitsdateien, keine CorelDRAW-Dateien und was es da alles noch so gibt. Das sind alles Arbeitsformate, die Xaira derzeit nicht unterstützt. Also ich könnte mir vorstellen, ich meine, dass TIFF geht, aber ob das jetzt einen Unterschied macht mit den eingeschlossenen Ebenen oder nicht, das weiß ich jetzt auch nicht, aber eigentlich sind sie ja da auch zusammengefasst. Müsste man mal ausprobieren. TIFF geht auf jeden Fall, Ebenen glaube ich nicht. Ne? Da bin ich, glaube ich, auch bei Hendrik. Also genau, soweit. Dann habe ich eine Frage. Ist es geplant, dass Xaira auch Fotos aus einem Stapel initialisiert? Das betrifft ja wahrscheinlich Xaira Search. Search. Mal von aus. Und die Stapel können ja initialisiert werden. Da kann ich ja sogar in dem Zusatzmodul Option einstellen, nur das erste Bild aus dem Stapel initialisieren oder alle. Also das geht ja. Das ist zum Beispiel eine Option, dass man dann dort sagt, nur das erste Bild aus einem Stapel, wenn man zum Beispiel Fokus-Stacking gemacht hat oder Timelapse-Aufnahmen und unendlich viele gleiche Motive hat, weiß was ich, 80 Bilder mal das gleiche, dann kann ich ja da auch angeben, dass nur das erste Bild initialisiert werden soll. Ich weiß nicht, wie dann
Also was bisher, glaube ich, nicht geht, ist die, wie heißt diese Kopie, diese virtuelle Kopie. Virtuelle Kopie, genau. Ich glaube, die werden derzeit nicht die werden berücksichtigt. Nicht. Da meine ich aber Rumoren gehört zu haben, dass das mal kommen soll. Aber Stapel kann man initialisieren und Smart Previews kann man auch initialisieren. Genau. Das funktioniert beides. Und dann ist eine interessante Frage, ich habe da mal was im Forum drüber gelesen. Ich weiß nicht, wie es bei Xaya Photo ist. Ihr schreibt, eine Xaya Photo kann kleine Fotos nicht analysieren, zeigt aber zumindest das Bild an. Große Fotos über 2 GB werden weder analysiert noch angezeigt. Gibt es einen Trick, das Bild dennoch in Xaya Photo sichtbar zu machen? Also ich weiß von Search, es hat mit den Vorschauen zu tun, weil Xaya nutzt ja, soweit ich weiß, die eingebetteten Vorschauen eines Bildes, um die Inhalte zu analysieren. Und wenn es zu klein ist, dann reicht diese Vorschau nicht aus, um die Inhalte zu erkennen. Und wenn es zu groß ist, kann er das irgendwie auch nicht verarbeiten. Und ich hatte für Search zumindest im Forum gelesen, dass da hilft, Smart Previews zu erstellen von den großen Bildern, die dann analysiert werden können, weil sie dann halt kleiner sind. Weißt du da was dazu, Hendrik? Wie das genau, also bei Search könnte man es auf jeden Fall mit den großen Bildern so machen. Bei Xaya Photo weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, okay, wo da die Größenbegrenzung ist. Wobei ich mir gerade überlege, wie man 2 GB mit einem normalen Foto, wenn wir jetzt nicht von, das ist ja wieder der Unterschied, Xaya Photo würde ja eine 2 GB Datei schon deshalb nicht lesen, weil ich keine normale, ja gut, ein TIFF, es könnte theoretisch ein TIFF sein, aber es gibt also nicht viele Möglichkeiten, solche Dateigrößen zu erzeugen, außerhalb von PSD-Dateien mit sehr vielen Ebenen zum Beispiel, und ja, die kämen so ja dann in Lightroom vor. Giga-Panoramen oder sowas. Also ich denke, die einzige Möglichkeit wäre vielleicht, von dem Bild eine kleine Kopie zu erstellen, ne, indem man die in einem anderen Programmbild dann so verkleinert, also einen Export macht auf Webauflösung oder irgendwas, das zu importieren, und dann hat man das im selben Ordner wie das große Bild, und wenn ich dann später die Suche habe, dann finde ich ja quasi als wie ein Index- oder Referenzfoto, ich sag mal, das ist jetzt ein Bild von einem Tiger, dann suche ich nach dem Tiger und finde das, und dann weiß ich, in dem Ordner daneben liegt halt das andere Bild. Ne? Also ein kleiner. Und nach unten hin, also jetzt was die kleinen Bilder angeht, das ist so, dass Xaya natürlich eine gewisse Bildgröße, eine Mindestgröße braucht, um das Bild mit der künstlichen Intelligenz analysieren zu können. Deshalb werden zu kleine Bilder von Xaya eben entsprechend nicht eingelesen. Das ist vielleicht auch ganz, ganz klug, wenn man daran denkt, dass in manchen Computern ja es auch ganz viele so Icons und so kleine Thumbnail-Fotos von irgendwelchen Programmen gibt, die man in Xaya jetzt auch gar nicht haben wollen würde. Ja. Aber da gibt es nach unten eben einfach auch eine technische Limitierung, weil man dann auf dem Bild nichts mehr erkennen kann, was man analysieren würde. Und noch eine letzte Frage aus dem technischen Bereich. Was passiert, wenn ich eine oder mehrere Dateien umbenenne, die vorher schon analysiert waren? Was passiert denn dann? Dann wird Xaya die wahrscheinlich als fehlend markieren. Also dann kriegt es so ein Offline-Kennzeichen, dass es nicht da ist. Ich überlege gerade, ob man die wieder verknüpfen kann, Heike. Weißt du das zufällig? Ich glaube, bei einzelnen Dateien geht es nicht. Es geht bei Ordnern. Neu ordnen, das gibt es dann nicht. Ja, müsste man wahrscheinlich den Ordner synchronisieren. Den Ordner synchronisieren. Synchronisieren, ja. Genau, und dann wird das Foto ja, das wird ja dann wie ein neues Foto genannt und dann wird das wieder hinzugefügt. Ne? Mhm. Ja. Gut, dann, ich sehe schon, wir sind ja schon mit der Zeit ziemlich weit fortgeschritten. Müssen wir ein bisschen Gas geben zum Themenbereich nochmal Benutzung. Also haben wir jetzt auch schon einiges besprochen. Das Metadatenthema haben wir ja jetzt schon relativ ausführlich drüber geredet. Was macht, also ich hatte eine Sache noch hier zum Thema als kleiner Tipp bei den Markierungen, wenn man jetzt mit Xaya Photo arbeitet und man hat Markierungen vorgenommen und möchte die in Capture One nutzen oder in einem anderen Programm. Hat man ja eben schon mal gesagt, dass man dann vorher die Metadaten abspeichern muss. Aber bei den Farbmarkierungen gibt es noch die Besonderheit, die Farbmarkierungen sind immer mit einem Text gekennzeichnet. Also wenn jetzt grün ist, dann wird grün nur erkannt, wenn
auch die Bezeichnung grün, also das Wort grün, so geschrieben ist in dem anderen Programm wie in Xayah Photo. Und wenn man jetzt zum Beispiel in Capture One, wenn man eine englische Version von Capture One benutzt, dann heißt da das grüne Farblabel green und nicht grün. Und dann kann es dort beim Importieren dieser Bewertungen Probleme geben, weil der kann es dann nicht erkennen. Und da gibt es auch wiederum in Xayah Photo in dem Bereich Einstellungen Labels, heißt das, glaube ich, da kann man diese Farbbezeichnung manuell ändern. Also da kann man die so anpassen, wie das in dem anderen Programm heißen muss. Das nochmal so als kleiner Tipp. Dann bei den Benutzerfragen hatten wir nochmal das Thema Vorschaubilder. Wenn die pixelig sind, da muss man 1:1 Vorschauen erstellen dann. Das kann dann daran liegen, richtig? Genau. Und dann gibt es eine... Also da ist wichtig zu wissen, auch aus Performancegründen, wenn Xayah die Fotos einliest, dann wird eine Vorschau in einer bestimmten Maximalgröße erzeugt, die nicht so groß ist, damit es nicht so viel Speicher verbraucht, aber die groß genug ist natürlich, dass man das Bild gut erkennen kann. Aber wenn man jetzt reinzoomen möchte oder man hat einen Bildschirm mit 4K-Auflösung und macht die ganz groß, dann werden die möglicherweise pixelig aussehen. Deshalb muss man da dann die 1:1 Vorschauen erstellen und dann hat man das Bild in der Originalauflösung zur Ansicht. So, das kann man entweder standardmäßig aktivieren, das wird aber sehr viel Speicher dann verbrauchen in der Datenbank, weil die Vorschauen damit abgespeichert werden in dem Ordner, oder man macht es eben fallweise. Es gibt immer so ein kleines Pop-up, wenn man dann auf 1:1 Vorschau klickt, das dann sagt, okay, dann erstelle ich jetzt eine 1:1 Vorschau. Ich habe noch eine Anmerkung zu diesem Thema Metadaten. Ich teile mal kurz hier meinen Bildschirm dazu. Es gibt noch eine Einstellung bei Datei. Ich bin im Falschen, ne? Ich bin in Lightroom. Moment. Es kommt davon, wenn man zu viele Fenster auf hat. Wo ist mein Xayah? Hier. Wenn man die Metadaten... Moment, Screen ist gestoppt. Muss ich das nochmal neu machen? Ja, ne? Jetzt bin ich richtig. So, es gibt in Dateieinstellungen, gibt es hier bei Metadaten einen Punkt, der sprachlich relativ unverständlich ist. Da wollte ich kurz erklären, was das macht. Inhalt eines Metadaten-Arrays anhängen. Das bedeutet, wenn man in Lightroom oder Capture One, wo auch immer, schon Stichwörter vergeben hat. Ich sage mal, ich habe ein Tierfoto und das hat in Lightroom schon das Stichwort Tier bekommen. Und vielleicht auch noch Afrika. Und jetzt hat Xayah meine Bilder analysiert und hat gesagt, das ist ein Löwe und das ist am Wasser und was weiß ich alles. Und jetzt möchte ich diese Bilder in Lightroom oder in Capture One bearbeiten. Dann entscheidet sich mit diesem Häkchen, ob beim Exportieren des Bildes die bereits vorhandenen Stichwörter in dem anderen Programm überschrieben werden oder ob die Xayah-Stichwörter an die vorhandenen angehängt werden. Also einfach gesagt, klicke ich das hier an, dann habe ich hinter in Lightroom die schon vorhandenen Stichwörter Afrika und Tier plus die Stichwörter aus Xayah Photo, Löwe und Wasser. Klicke ich das weg, dann wird Afrika und Tier bei Lightroom überschrieben und ich habe nur noch Löwe und Wasser. Das muss man wissen an dieser Stelle. Das ist halt, das wird man vielleicht mal irgendwann so sprachlich ändern, dass es selbsterklärend ist. Das ist nicht so ganz intuitiv verständlich. Aber das ist auch nochmal ein Punkt, der da passieren kann. Dann hatte ich noch eine Sache hier, was auch gerne übersehen wird. Beim Hinzufügen von, ich kann ja hier die Ordner hinzufügen, die ganzen Fotoordner zu Xayah Photo, und manche fragen ja, wie kann ich denn Dateien beim Hinzufügen umbenennen oder an einen anderen Ordner schieben? Das übersieht man manchmal, da gibt es bei Datei kopieren und hinzufügen eine Option. Hier kann man Fotos von einem Speicherort zum anderen übertragen. Also zum Beispiel, wenn ich eine Speicherkarte habe, kann ich hier die Speicherkarte auswählen oder auch einen USB-Stick oder einen Ordner, wo schon was drauf ist, eine Festplatte. Wähle den Zielordner auf, dann werden sie wirklich physikalisch kopiert, die Fotos. Und dann kann ich nämlich hier
den Dateien neuen Namen geben, und zwar sogar mit einem Präfix und einem Suffix. Das heißt, ich kann vorne was dranhängen und hinten was dranhängen und könnte dann das Aufnahmejahr, den Namen für mein Foto und vielleicht noch ein Genre oder irgendwas dranhängen und auch noch sagen, ob das Ganze hier mit 1 oder mit 0 anfangen soll und ob Unterordner einbezogen werden, ob die Fotos direkt analysiert werden soll, also schon die üblichen Sachen. Und das ist eben die andere Art und Weise, wie ich Fotos zu Exaia-Fotos hinzufüge und direkt dabei umbenennen kann. Also das wird auch gerne gefragt. Dann gucke ich noch mal hier in die Fragen, was wir hier haben. Hendrik, da gibt es eine Frage, wo Arkadi gerade... Ja, habe ich gerade schon beantwortet. Ich bin hier parallel schon am Fragen schriftlich beantworten. Genau, das sind teilweise so Fragen, die sehr speziell sind und die auch ein bisschen etwas Zeit brauchen, sich einzulesen und zu beantworten. In manchen Fällen muss man wirklich dann diesen Fehlerbericht senden, die Supportanfrage stellen, dass man da sich das ein bisschen in Ruhe Ich sehe, dass hier eine Frage zum Thema Sammlungen ist oder mehrere Fragen. Da kann ich auch noch mal kurz was zu erklären. Also kann man Sammlungen, kann man Unterordner in Sammlungen erstellen? Das betrifft wieder Exaia Foto. Es ist umgekehrt, man erstellt Oberordner. Man kann Sammlungen in Gruppen organisieren. Also wenn ich hier mal alles wegklicke, was ich auf meinem Bildschirm sehe. So. Jetzt komme ich nämlich nirgendwo mehr dran hier. Das ist nicht so schön. Das ist zu klein. So, jetzt mache ich das nochmal groß. Bei den Sammlungen, hier habe ich Gruppen und ich kann eine Gruppe erstellen und dort Sammlungen reinpacken. Also hier habe ich das zum Beispiel, hier ist die Gruppe Reisen und darunter habe ich die Sammlungen verschiedene Orte, wo ich hinfahren wollte oder gewesen bin. Oder Portfolio ist die Gruppe und dann kann ich hier die Sammlungen reinlegen. Ich kann die auch verschieben, indem ich die anpacke und einfach in eine andere Gruppe verschieben. Also das wäre das Thema Sammlungen organisieren. Und da hatte ich eben auch die Frage gesehen, wie verhalten sich Sammlungen, also Exaia-Fotosammlungen im Verhältnis zu Lightroom-Sammlungen. Die haben im Grunde nichts, also Lightroom und Exaia-Foto synchronisiert sich ja nicht miteinander, wenn man jetzt nicht Lightroom Search benutzt, das Plugin. Das heißt, das sind zwei verschiedene Themen. Und wenn ich jetzt eine Sammlung aus Exaia-Foto in Lightroom bearbeiten möchte, dann ist das empfehlenswerteste Vorgehen, ich exportiere die Sammlung. Also ich kann eine Sammlung dann rechts anklicken, kann die exportieren in einen Ordner, den ich auswähle. Hier kann ich entscheiden, ob ich das Originalbild nehmen möchte, was ich natürlich in dem Fall mache, wenn ich es in Lightroom oder Capture One bearbeiten möchte, oder ob ich ein JPEG oder ein PNG exportieren möchte. Hier haben wir wieder das Metadaten für exportierte Fotos speichern, wenn ich Markierungen, Bewertungen, Stichwörter übertragen will. Und dann gibt es halt, jetzt habe ich hier nichts ausgewählt, aber hier noch Dateigröße und JPEG Qualität und eingebettete Vorschauen und weitere Optionen. Und dann würde ich eben diese kompletten Bilder der Sammlung exportieren in einen Ordner und die dann in Lightroom importieren. Und das bringt uns dann auch gleich zu dem Thema Workflow, wozu einige Leute ja gefragt hatten. Was ist denn ein guter Workflow oder wie benutzt man die Programme? Da gibt es natürlich ganz verschiedene Vorgehensweise. Das muss auch ein bisschen selber, jeder für sich selber entscheiden. Das erste wäre mal, dass man die Nutzungsart oder das Nutzerprofil überlegen muss. Wenn jetzt jemand überhaupt keine Bildbearbeitung macht, dann ist klar, dann nimmt der Exaia Foto, verwaltet seine Fotos damit, macht seine ganzen Suchen da drin und das reicht ja dann. Wenn jetzt jemand mit einem externen Bildbearbeitungsprogramm arbeitet, dann muss er sich halt überlegen, mit welchem arbeite ich da? Arbeite ich mit Lightroom oder arbeite ich mit Capture One oder Affinity Photo oder was auch immer? Und wenn man mit Lightroom arbeitet, hat man halt die Möglichkeit, sich für Exaia Search zu entscheiden, was als Plugin funktioniert. Da haben wir eben mal kurz reingeguckt. Es ist optisch ganz anders. Es ist meiner Meinung nach weniger intuitiv, weil es natürlich auf der Lightroom-Optik, auf der Lightroom-Architektur aufsetzt. Es arbeitet da mit zwei Datenbanken. Das hat man in Exaia Photo mehr All-in-One. Da hat man dann alle Möglichkeiten, Bilder zu markieren, zu verwalten, eben auch in Exaia Photo. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Man kann natürlich Lightroom nutzen mit Exaia Photo. Man kann sagen, ich nehme jetzt das Exaia
Search-Plugin, weil das möchte ich gerne integriert haben. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Da gibt es ja auch von beiden, wer jetzt noch kein Excel benutzt, es gibt ja für beide Programme Testversionen. Da würde ich empfehlen, sich einfach beide mal runterzuladen und mit beiden mal ein bisschen rumzuspielen. Da kann man ja 14 Tage sich ausprobieren und sehen, was da besser passt. Wenn man jetzt kein Lightroom hat und mit einem externen Programm arbeitet, auch da gibt es natürlich verschiedene Workflows. Es gab die Frage, wie organisiere ich meine Ordner zum Beispiel. Ich sage mal so, die Grundorganisation von den Ordnern, wie befinden sich die Originalbilder auf der Festplatte, das ist eigentlich relativ egal, weil das ist ja gerade die Stärke von Xaya Photo, dass es auch chaotisch geführte Bildarchive ganz schnell verschlagwortet, dass man ganz schnell die gesuchten Bilder wiederfindet, Sammlungen erstellen kann, themenbedingte Sammlungen, benutzerdefinierte Sammlungen, zweckgebundene Sammlungen, ob ich jetzt für ein Fotobuch was suche oder für Social Media oder für meine Webseite oder fürs Portfolio, ob ich meine besten Architekturbilder haben will. Das ist ja völlig egal, wo ich jetzt die Bilder liegen habe. Ich muss sie halt einmal in Xaya Photo importieren und danach übernimmt ja Xaya die Arbeit für mich. Also dieser Ausgangspunkt ist eigentlich relativ egal. Das kann jeder handhaben, wie er möchte. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie gehe ich dann weiter? Ich habe die Bilder einmal in Xaya Photo und was mache ich dann damit? Und da hängt es auch wieder davon ab, will ich zum Beispiel aus einem Urlaub, wo alle Bilder in einem Ordner sind, die besten auswählen, was ich dann in Xaya Photo mache über Bewertungen, über Sternchen. Ich kann vielleicht auch schon mal die Ankündigung bringen, dass es irgendwann noch in diesem Jahr voraussichtlich ein Zusatzmodul geben wird für Xaya Photo, was auch die Fotoauswahl unterstützt, also nach Schärfe oder nach gewissen Kriterien. Es erleichtert tatsächlich, die besten Fotos auszusuchen. Das wird irgendwann kommen als Add-on. Und dann habe ich ja meine Top-Shots aus diesem Urlaub zum Beispiel und lege mir die erstmal in eine Sammlung an. Dann habe ich immer wieder Zugriff drauf, speichert in eine Sammlung und dann würde ich die exportieren in einen Ordner, den würde ich einen bestimmten Namen geben, Bearbeitung oder zu bearbeitend. Diese Originale importiere ich dann in das Bildbearbeitungsprogramm, bearbeite die dort und dann muss ich wieder entscheiden, spiele ich die jetzt wieder in den Originalordner zurück, dann sind es ja, wenn ich mit RAW Dateien als Ausgangsdatei gearbeitet habe, sind es dann, wenn ich sie zurückspiele, JPEGs oder TIFFs, also ich mache JPEG. Und dann könnte ich in Xaya Photo den Ordner synchronisieren und dann habe ich alle bearbeiteten Fotos auch mit drin. Das wäre die eine Möglichkeit. Und ich würde dann sogar beim Export aus Lightroom oder aus Capture One den Bildern eine Dateiendung mitgeben, die Edited oder BEA in der Art irgendwas heißt. Dann kann ich nämlich hinterher in Xaya Photo A diese Bilder ganz schnell wiederfinden, all die bearbeiteten, über die Schnellsuche. Da gibt es eine Schnellsuche, wo ich nach Dateinamen suchen kann. Da brauche ich nur BEA eingeben, dann zeigt er mir alle, die diesen Teil im Dateinamen haben. Und dann könnte ich diese Fotos zum Beispiel mit dem Schlagwort bearbeitet noch belegen oder mit einer grünen Farbmarkierung. Oder ich mache die grüne Farbmarkierung in Lightroom oder in Capture One und übertrage die mit. Und dann weiß ich auch in Xaya, das sind meine bearbeiteten Bilder. Also da muss man sich ein bisschen das Instrumentarium mal vor Augen halten, was man da in Lightroom zur Verfügung hat. Die andere Möglichkeit wäre, ich exportiere die Bilder, das mache ich auch manchmal, dann habe ich verschiedene Auflösungen, dann habe ich welche für den Druck, welche für Webauflösung. Dann würde ich vielleicht sagen, okay, dann nehme ich einen Ordner, der heißt dann Urlaub 2021 Web, der nächste heißt Urlaub 2021 Print und dann exportiere ich die Fotos aus der Bildbearbeitung entsprechend in diese Ordner und dann kann ich mir überlegen, ob ich die überhaupt erneut einlesen möchte in Xaya Photo oder ob ich sage, okay, die sind jetzt sowieso in demselben Ordner oder Unterordner von dem Originalbild. Und es reicht mir ja, wenn ich jetzt meine Originalsehenswürdigkeit finde und dann weiß ich gleich, wenn ich im Dateibrowser anzeigen gehe, dann wird mir der Speicherort angezeigt.
dann bin ich schon auf der Festplatte, wo das Original ist, und dann weiß ich, da gibt es zwei Unterordner, Web und Print, und dann weiß ich, die jeweils bearbeiteten Exporte befinden sich darin. Also das kann man, muss man sich auch ein bisschen überlegen, wie man das handhabt, oder man importiert die doch und liest die auch in Exaia-Foto ein. Das macht vor allem dann Sinn, wenn die Sammlung oder die Bearbeitung aus verschiedenen Original-Shootings stammen. Also wenn man zum Beispiel eine Sammlung anlegt für seine besten Architekturfotos, dann befinden die sich vielleicht auf ganz verschiedenen auf ganz verschiedenen Festplatten. Und dann werde ich diese Suche, die ich mit dem Stichwort Architekturbilder in Exaia-Foto als Ergebnis gefunden habe, ich exportiere die in einen Ordner, dann werden ja diese Bilder herausgesammelt aus den verschiedenen Festplatten in einen Ordner, in einen Endordner exportiert, den ich dann wieder bearbeite, wieder zurückspiele und dann in Exaia-Foto einlese. Und dann heißt dieser Ordner von mir aus beste Architekturfotos 2021. Dann habe ich darauf immer wieder Zugriff. Also da das kann man da sogar kurz noch, wenn ich da mal ganz schnell einhaken darf, weil das ist hast du nebenbei eine häufig gestellte Frage beantwortet, nämlich die ist eigentlich relativ simpel, die Frage, nämlich kann ich mit Exaia-Foto Fotos kopieren? Und das kann man eben tatsächlich machen über das Exportieren. Und da muss man wissen, bei anderen Programmen ist es ja so, Exportieren heißt, dass ich das umwandle in JPEG zum Beispiel. Und dann verliere ich ja, wenn das ein RAW ist, auch eine gewisse Qualität. In Exaia-Foto kann ich aber exportieren im Original. Und das ist im Grunde dann ein anderes Wort für kopieren. Das heißt, wenn ich mir eine Sammlung erstelle, wie du gesagt hast, aus verschiedenen Ordnern, von verschiedenen Festplatten, vielleicht von meinem Speichersystem und sammle das in einer Sammlung, dann kann ich das Ergebnis der Sammlung im RAW-Format, wenn ich das möchte, also unverändert, an einen gemeinsamen Ordner kopieren. Das ist also ein ganz guter Trick, der sich nicht so sofort erschließt, wenn man nur die Menüpunkte durchliest. Ja, ich meine, das ist generell bei Exaia-Foto. Ich meine immer, man muss ein bisschen umdenken. Man muss sich von dieser Struktur, die man bis jetzt im Kopf hatte, wie organisiere ich mein Archiv, kann man sich ja dank Exaia-Foto lösen. Weil vorher habe ich ja was nur wieder gefunden, wenn ich genau weiß, okay, 2021 im Mai, Urlaub, Ostsee, was weiß ich, ja, dann habe ich die Struktur und suche später da drin. Oder ich habe mir die Mühe gemacht, das Ganze noch zu verschlagworten in Lightroom, dann kann ich es noch über die Stichwörter wiederfinden. Aber bei Exaia-Foto funktioniert es ja anders. Da kann ich ja auch sagen, die schönsten Strandfotos aus allen Zeiten oder Strandfotos mit einem Boot drauf oder mit der Person drauf. Und da sollte man viel mehr denken im Thema von Sammlungen, von Ordnern, von Ergebnislisten, die zu bestimmten Themen, Verwendungszwecken und so weiter gespeichert sind. Und dann kann ich ja auch aus einem Urlaub einmal über Personensuche finde ich meine Mitreisenden, denen möchte ich die Bilder schicken über Dropbox. Dann habe ich eins, das ist vielleicht die schönsten Sehenswürdigkeiten für irgendeinen Architekturwettbewerb, für irgendeinen Fotowettbewerb. Das nächste sind die Bilder, die ich dann für ein Fotobuch zusammenstelle. Und so habe ich meine ganz verschiedenen Sammlungen. Und die kann ich dann je nach Bedarf als Original exportieren, bearbeite die, spiele sie wieder zurück und habe dann die bearbeiteten Fotos drin. Und dann kann ich sogar diesen Zwischenordner, diesen zu bearbeitenden Ordner, kann ich bei Bedarf auch löschen, weil ich habe ja die Bilder dann im Prinzip doppelt auf der Festplatte. Und wenn ich sage, die Bearbeitungen sind jetzt fertiggestellt, das brauche ich jetzt nicht nochmal, dann kann ich ja diese exportierten Daten, diese Kopie nach der Fertigstellung der Bearbeitung, dem Reimport auch wieder löschen. Ne? Also das sind so verschiedene Vorgehensweise. Da muss man sich ein bisschen umdenken, wie man das Ganze nutzt. Man muss es halt immer, wenn man es in einem anderen Programm bearbeiten möchte, einmal exportieren. Es gibt ja noch diese Funktion Öffnen mit. Wenn man auf ein Bild geht und rechte Maustaste, dann kann man auch sagen Öffnen mit. Dann kann man ein Bild direkt in ein Bildbearbeitungsprogramm öffnen. Und da taucht manchmal die Frage auf, dass das eigentlich vorhandene Bildbearbeitungsprogramm nicht angezeigt wird. Also jemand hat Capture One oder Lightroom
installiert, aber das wird bei Öffnen mit gar nicht angezeigt. Und das liegt dann daran, dass dieses Programm auf Betriebssystemebene nicht mit dem richtigen Dateityp verknüpft ist. Ich hatte das jetzt bei der Datenbank, die wir jetzt haben, da heißen die Dateiendungen JPEG mit E, also JPEG. Und bei mir habe ich nur JPEG, JPG und TIFF und alles Mögliche mit meinem Bildbearbeitungsprogramm verknüpft. Und dann wurde eben bei Öffnen mit Lightroom nicht angezeigt. Und dann muss ich einmal im Explorer oder bei Mac im Finder auf ein Foto dieses Formats gehen, dort mit der rechten Maustaste mit der richtigen Anwendung öffnen, also in dem Fall mit Lightroom. Und ab da, danach steht es dann auch in Xayah Photo über den Öffnen mit Button zur Verfügung. Und das ist auch nochmal so ein kleiner Anwendertrick. Ja, dann gucke ich nochmal hier in die Fragen rein. Wäre exportieren dann die Möglichkeit, die Bilder in eine neue Datenbank einzulesen? Ja, aber einlesen kann man die Bilder ja immer. Also die kann ich ja auch aus demselben Ordner immer wieder in eine neue Datenbank einlesen. Oder spricht da was dagegen? Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht genau. Beim Exportieren wird ja dann das Bild an ein neues, an einen neuen Ort kopiert. Und man kann dieses neue Verzeichnis, was man dann erstellt hat, kann man dann natürlich auch in eine Datenbank einlesen. Ja, aber brauche ich ja gar nicht. Wenn ich jetzt zwei Datenbanken haben will, und kann ich auch mit beiden auf denselben Ordner zugreifen. Nur wenn ich da verschiedene Stichwörter vergebe, dann speichere ich die natürlich, ne, wenn ich die eine Datenbank nutze und da andere Stichwörter vergebe als in dem anderen, dann komme ich natürlich durcheinander, ne? Ja, also müsste vielleicht derjenige nochmal genauer erklären, wofür das ein hilfreich sein könnte. Auf jeden Fall geht das natürlich. Also man kann auch exportierte Bilder wieder in dieselbe oder in andere Datenbanken einlesen. Dann ist ja noch eine Frage nach der Datumsortierung. Also wenn ich im Urlaub wirklich nur die Bilder vom 3.8. bis 2.9. haben will. Also ich weiß, es gibt eine Anzeige nach Datum. Es gibt eine Sortierung nach Datum, aber es gibt jetzt zurzeit keine Einschränkung über einen Datumsbereich. Also es kann sein, dass er das meint. Das geht zurzeit noch nicht. Das Bewertungsplugin, also das ist ja das Aussuchungsplugin für Xayah Search. Nein, ne? Das ist nicht geplant. Das wird ein Add-on für Xayah Photo werden. Soweit ich weiß, genau. Ja. Ja. Dann würde ich jetzt noch mal hier kurz auf die Fragen, die uns vorab geschickt wurden, da sind noch ein, zwei Sachen dabei, noch mal kurz drauf eingehen. Jetzt muss ich nur finden. Ein Teil ist da auch beantwortet, da schon. Ordnerstruktur organisiert haben wir ja schon besprochen. Das war hier vom Bernd, die Fragen. Ah ja, gleiche, also Duplikate in Xayah Photo. Ich weiß, dass, soweit ich weiß, steht es auch auf der To-Do-Liste, dass es so einen Duplikate-Finder irgendwann geben soll. Aktuell kann man sich im Grunde behelfen, indem man ganz einfach über die Suche nach ähnlichen Fotos geht, also die Ähnlichkeitssuche. Und da das Duplikat ja dem Original voraussichtlich sehr, sehr ähnlich sein wird, sind das dann die ersten Bilder, die angezeigt werden. Und wenn die, dann kann man die entweder löschen, wenn sie wirklich doppelt sind, oder wenn es Varianten sind, die vielleicht auch in der Bildbearbeitung ein klein bisschen anders sind, dann, und die im selben Ordner liegen, dann kann man die auch miteinander stapeln in Xayah Photo. Also, aber da, ich weiß, dass da was geplant ist. Oder hast du da andere Informationen? Ja, nee, also dass das auf der Liste steht, weiß ich auf jeden Fall auch. Und das mit der Ähnlichkeitssuche ist ja jetzt erstmal ein ganz guter Tipp. Das wurde übrigens auch mal gefragt, wie die Ähnlichkeitssuche sortiert. Tatsächlich nach Ähnlichkeit, das heißt die ähnlichsten, also nach Ansicht der künstlichen Intelligenz, die ähnlichsten Bilder erscheinen weiter vorne, also die höchste Übereinstimmung haben. Und nach hinten wird es dann eben immer weniger ähnlich nach der Berechnung. Das heißt, da ja, kann es dann eben stärkere Abweichungen geben zwischen Original und Ergebnis. Da gibt es allerdings tatsächlich auch noch zwei wichtige Zusätze. Bei Search
ist es wichtig, dass man bei den Ergebnissen, da gibt es irgendwo einen kleinen Button in Lightroom, benutzerdefinierte Sortierung. Das muss angeklickt sein. Wenn das nicht angeklickt ist, dann werden sie nämlich nicht nach Relevanz sortiert, sondern Lightroom intern nach Erstellungsdatum, glaube ich. Und das, ich kann mal zeigen, wo das ist. Das muss man einmal aktivieren. Also dazu muss ich natürlich erstmal mein Lightroom starten. Also das wäre da wichtig, dass man die benutzerdefinierte Suche eingestellt hat bei Lightroom. Und bei Xayah gibt es noch einen Trick. Ich weiß gar nicht, ob es das bei Search auch gibt. Da kann man die Ähnlichkeitssuche kann man einstellen, ob die nach Inhalt, also dem, was auf dem Bild zu sehen ist, nach dem Motiv sucht oder ob sie nach der farblichen Ähnlichkeit sucht. Und das stellt man auch bei Einstellungen Metadaten ein. Jetzt gehe ich auch nochmal in das andere Programm. Jetzt muss ich beide gleichzeitig öffnen. Weil Lightroom dauert bei mir immer ein bisschen. Das ist etwas langsam. So. Ich zeige das erstmal bei Xayah Foto. Da gehe ich nochmal in das andere kurz rüber. Das dauert auch. Jetzt habe ich ein bisschen viel auf, aber gut, das kann sich nur. So, und zwar kann ich hier oben, ich habe da nämlich ein richtig schönes Beispiel dazu. Hier bei Datei, ich bin im falschen, ne? Lightroom. Moment, verklickt. So, jetzt. Bei Datei Einstellungen haben wir hier das Thema Merkmal für Ähnlichkeitssuche. Und jetzt sehen wir, hier steht Inhalt und das kann ich auch in Farbe ändern. Und ich zeige mal, wie sich das auswirkt. Ich habe hier ein Beispielfoto, hier diese Katze. Und wenn ich jetzt hier über die Ähnlichkeitssuche gehe, jetzt habe ich ja noch Inhalt angeklickt, dann findet Xayah Foto, oh Wunder, wahrscheinlich. Das ist jetzt ein bisschen lahm, weil ich jetzt hier alles anhabe und mein Rechner ist, glaube ich, jetzt schon 6 Jahre alt. Was findet es? Katzen. Ne? Ist klar. Ähnlichkeitssuche. Jetzt stelle ich es aber mal um auf Farbe. Speichere das. Jetzt gehe ich nochmal auf diese Katze und wieder auf Ähnlichkeitssuche. Und jetzt sehen wir keine Katzen, sondern etwas, was von der Farbaufteilung, von der Farbanmutung ähnlich ist. Also dunkles Bild mit einem hellen Element, so wie es hier bei der Katze ist. Und das ist natürlich auch eine schöne Funktion, wenn ich mal stilistisch ähnliche Bilder suche. Manche machen zum Beispiel Instagram-Profil mit Bildern im gleichen Farblook. Oder ich brauche was für eine Strecke, weiß ich nicht, irgendwo was, was sich ähnelt von der Farbigkeit, was die gleiche Stimmung hat. Dann kann ich das darüber sehr schön und sehr schnell finden. Ich setze es nur wieder zurück, weil ich habe das hier lieber auf der anderen. Also das ist das eine und das andere gerade da in Lightroom, das ist hier unten sortieren, benutzerdefinierte Reihenfolge. Das muss angeklickt sein und das ist standardmäßig von Lightroom, glaube ich, auf Aufnahmezeit oder Aufnahmedatei und sowas hier oben eingestellt. Also das muss ich hier unten anklicken, sortieren, benutzerdefinierte Reihenfolge, damit es nach Relevanz sortiert wird. Also das Ähnlichste dann oben. Das sind nochmal zwei Hinweise, die ich hier anbringen wollte. Und dann noch eine andere, da hatte mir noch jemand, der Peter hatte noch zwei Fragen. Darf man darauf hoffen, dass hierarchische Schlüsselworte von Xayah Foto unterstützt werden und optional auch in englischer Sprache? Hierarchische Schlüsselwörter werden ja von Xayah Foto unterstützt, also man zumindest bei den benutzerdefinierten. Da kann ich über die rechte Maustaste in einem eigenen Stichwort auch Bäume erstellen, also hierarchische Strukturen, was nicht funktioniert und auch in Zukunft nicht funktionieren wird voraussichtlich, ist, dass man Hierarchien von anderen Programmen importiert. Und das hängt damit zusammen, dass es da keine einheitlichen Standards gibt von den Herstellern. Da kocht so jeder sein eigenes Süppchen. Und deswegen kann man diese Hierarchien nur flach importieren und exportieren. Richtig, Henrik? Das genau, ja, das ist das Problem. Es wurde öfter mal gefragt, das Programm XY kann es doch auch. Der Punkt ist, dass das Programm XY da eben in der
XMP-Datei seine eigene Struktur erzeugt, also mit eigenen Codes, könnte man jetzt sagen. Und die kann es selber natürlich dann auch lesen, aber andere Programme können das erstmal nicht. Und XSIA hält sich da eben an den XMP-Standard. Und ja, da ist eben einheitlich jetzt gerade noch nichts definiert, was alle versprechen oder sprechen würden, verstehen würden. Und dann hatten wir noch, ob in Zukunft weitere IPTC-Felder für die Bearbeitung verfügbar wären, zum Beispiel das Feld Titel. Da sagtest du ja auch, da wären Sachen geplant, dass das erweitert wird, dass man da in Zukunft... Genau, also das ist ein guter Hinweis. Das ist tatsächlich schon manchmal gewünscht worden. Es gibt da ja noch ein paar mehr Felder. Und gerade das Titelfeld, das kann man in XSIA zwar sehen, aber es wird derzeit zum Beispiel auch zum Suchen noch nicht unterstützt. Und da soll schon noch auch in zukünftigen Versionen was kommen. Und ich habe noch eine Frage, die ich schnell noch beantworten möchte. Da muss ich noch mal zu XSIA Foto springen gerade. Sieht man das? Ja, ne? Da fragt jemand, wo man Suchergebnisse in XSIA Foto nach Erstellungsdatum sortieren kann. Das sind hier oben, haben wir noch mal verschiedene... Hier ist nach Erstellungsdatum filtern und dann kann ich hier die Jahreszahl, das geht dann immer weiter auf, das geht dann in den Monat, das geht in den Tag und hier kann ich also die Suchergebnisse danach nochmal filtern. Hier haben wir auch noch die Suche nach Name, Erstellungsdatum, da wird es dann auf- und absteigend oder auch Relevanz haben wir hier, das ist voreingestellt, kann ich hier auch auf- und absteigend sortieren. Das hier ist die Schnellsuche, die ich vorhin genannt habe. Die sucht nach Dateinamen. Also hier kann ich dann wirklich, wenn ich meine Exporte mit Web und Print und bearbeitet und so versehen habe, die Dateinamen, dann kann ich darüber ganz schnell finden, indem ich hier einfach ein Stück des Dateinamens eingebe. Und hier haben wir auch noch Metadateninformationen, nach denen ich suchen kann. Hier könnte ich zum Beispiel nach einer bestimmten Blende oder nach einem bestimmten Kamera oder Objektiv die Bilder nochmal untersuchen lassen, filtern lassen. Also da gibt es nochmal, und das sind natürlich hier die Bewertungen, Sternchen, Flex und Farben. Und die muss man, die sind halt immer so eingeklappt. Wenn ich aber hier die beiden Taskleisten, also die beiden äußeren Spalten ausblende, dann sieht man die auch alle auf einmal. Also das sind nochmal weitere Suchmöglichkeiten, wie ich die Ergebnisse nochmal weiter filtern kann. Und das ist auch nochmal ein Tipp, dass man sich auch nochmal gedanklich ein bisschen da reinfindet, diese Suchen auch zu kombinieren. Also wir haben ja Stichwortsuche, Personensuche, Gesichtersuche, Ähnlichkeitssuche, dann eben diese Metadaten. Und man kann die Suchen immer weiter verfeinern oder kombinieren, weil ich habe dann ein Ergebnis und dann kann ich in dieser Ansicht nochmal nach anderen Kriterien suchen. Ich kann über Gesichtersuche einmal überhaupt Gesichter finden von einer bestimmten, also von einer bestimmten Personenart, zum Beispiel Teenager weiblich, Augen auf. Und dann kann ich mir ein Bild aussuchen und von dieser Person über die Personensuche weitere Bilder suchen lassen. Und diese Ergebnisse kann ich dann wiederum diese Person plus Stichwort Fahrrad. Dann habe ich diese Person auf einem Fahrrad, wenn sie da ist. Und dann vielleicht noch mit der dominanten Farbe Orange, dann habe ich diese Person auf dem Fahrrad bei Sonnenuntergang. Also da muss man mal sich auch ein bisschen gedanklich befassen, wie man diese ganzen Suchen kombiniert. Und wenn ich jetzt die Person auf dem Fahrrad bei Sonnenuntergang habe, dann möchte ich die vielleicht noch bei Blende 2,8 haben. Dann suche ich noch über die Metadaten nach der Blende. Also das wäre auch nochmal ein Hinweis, diese Suchen ein bisschen zu strukturieren. Ja, jetzt haben wir schon ordentlich überzogen. Hendrik, hast du noch wichtige Dinge? Schau mal, ich habe ein bisschen mitgelesen eben in den Fragen, die gestellt wurden von den Teilnehmern. Da sind jetzt viele Funktionswünsche auch noch. Einige davon oder relativ viele davon, muss ich gestehen, kenne ich schon. Da weiß ich, dass da intern das schon auf Listen verwaltet wird. Wir können noch mal kurz gucken, was die Themen waren, die wir uns vorgenommen hatten. Da gucke ich noch mal kurz auf unsere Liste. Ziemlich viel, zwar mit einer anderen Reihenfolge, aber... Öffnen vor, einzeln, ja. Vielleicht noch ein Stichwort zum Thema Apple-Fotos. Das ist manchmal gefragt worden von Apple-Nutzern. Es gibt diese Apple-Fotos-App, in der manche ihre Fotos verwalten und sich die Frage stellen, kann XSIA die Fotos auch analysieren in dieser Apple-Fotos-App? Und die Antwort ist nein, es geht leider nicht. Es ist eine geschlossene Datenbank, die Apple da für die Fotoverwaltung verwendet.
Man müsste die Fotos dann aus Apple Fotos exportieren auf die Festplatte. Nur auf der Festplatte kann XSIA auf die Fotos dann auch zugreifen. Das betrifft aber auch andere Bildbearbeitungsprogramme gleichermaßen. ACDC, ne, ist da auch noch so ein, hat auch so ein eigenes Format. Okay, das kenne ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Ja, manche arbeiten damit, das ist auch. Bei Apple Fotos gibt es noch den Hinweis, dass man auch, wenn man das möchte, kann man diese Bilder auch statt mit Apple Fotos, mit auf dem Mac gibt es digitale Bilder. Wenn man es damit verwaltet, dann werden die direkt in Ordner geschrieben, in der Ordnerstruktur, die von XSIA einlesbar ist. Das wäre auch nochmal ein Workaround. Genau, also als Apple-User ist man ja dem Apple-Foto jetzt nicht sozusagen hilflos ausgeliefert, sondern man kann über die App digitale Bilder oder auch über andere Apps kann man seine oder einfach über ein USB-Kabel von der Kamera oder ein Kartenlesegerät kann man die Bilder auf der Festplatte ganz normal speichern und dann eben mit den üblichen Bildbearbeitungsprogrammen auch arbeiten. Ja. So, aber das wird manchmal gefragt, insofern ist es schön, wenn ich das hier nochmal erwähnen kann. Hier fragt noch einer mit den Urlaubsfotos, wie man die am besten findet, wenn es keine Zeitraumsuche gibt. Also ich mache das so, dass ich kann, man kann ja eigene Stichwörter vergeben zu den benutzerdefinierten Stichwörtern. Und wenn ich jetzt einen Urlaubsordner importiere in XSIA Foto, dann vergebe ich sofort das eigene Stichwort Griechenland händisch dazu. Und dann kann ich danach ja auch darüber suchen. Also das ist mein Workaround, dass ich die direkt kennzeichnen genau. Mit dem Ort. Zumal der ja auch einen eigenen Ordner hat. Also ich habe ja links in XSIA auch immer die Ordnerstruktur. Das heißt, wenn ich Griechenland einmal gefunden habe, dann kann ich mir das ja auch in der Struktur dann entsprechend angucken und sehe dann alle Fotos aus dem entsprechenden Urlaubsordner. Also das sollte schon. Vielleicht habe ich diese Bilder ja auch in Griechenland umbenannt und dann finde ich sie auch wieder über die Dateinamensuche. Über diese Schnellsuche. Also auch da gibt es wieder verschiedenste Möglichkeiten. Also die Feature. So mache ich es persönlich tatsächlich auch. Ne? Also nicht nur wegen XSIA, sondern schon seit Jahren heißen meine Fotos auf der Festplatte irgendwie relativ sinnvoll. Jetzt nicht ausführlich, aber dann, wenn das jetzt Griechenland war, dann heißt das eben Griechenland und irgendein Datum dazu. Genau. So und eine laufende Nummer. Genau. Bei mir sind auch das Jahr. Sehr schön. Ihr zwei. Ich klatsche hier mal auf die Oberschenkel und sag dabei so, also ich muss sagen, unglaubliche Menge an Wissen und Tipps. Ich habe wieder sehr, sehr, sehr viel mitgenommen und viele Sachen verstanden. Ich hoffe, die Zuschauer und Zuschauerinnen auch. Ich hoffe, mit der Sendung habt ihr auch jetzt etwas Hendrik kennenlernen können, also den Mensch im Support, dass man da auch ein Gesicht vor Augen hat. Wer weitere Personen von XSIA kennenlernen möchte oder sehen möchte, die gibt es zum Beispiel in den vorherigen Webinaraufzeichnungen auf YouTube. Also einfach nur XSIA auf YouTube eingeben und da sieht man zum Beispiel die Webinare mit Thomas und Erhard. Da gerne reinschauen. Bitte seht es nach, dass nicht alle Fragen beantwortet wurden, aber ich denke, die zwei haben sich sehr wacker geschlagen und die Welle geritten. Wenn es noch wichtige Fragen gibt, gerne das besagte Forum dazu nutzen, da im Austausch dazu stehen. Auch für die Feature-Wünsche, die kann man da gibt es ja eine eigene Rubrik für die Feature-Wünsche. Ne, die Fragen, die da sind, was man sich für die Zukunft wünscht. Genau. Und bei echten Fehlermeldungen ist es praktisch, diese Fehlermeldungsfunktion im Programm zu benutzen, weil dann haben wir gleich die entsprechenden Infos auch, welche Version und so weiter. Das ist dann hilfreich. Genau, dann bleibt es mir eigentlich nur, mich zu bedanken. Heike kriegt noch einen letzten Satz und Hendrik kriegt noch einen letzten Satz. Nein, wir wollten ja noch mal nachfragen, wenn es begeisterte XSIA-Nutzer gibt unter den Zuschauenden. Wir sind gerade auf der Suche nach echten Testimonials, die wir auf der Webseite veröffentlichen dürfen, also wo wirklich jemand überzeugt ist und sagt, ach, ich finde das so toll, ihr dürft mal meine Aussage auf eurer Webseite, also auf der XSIA.com-Webseite benutzen. Wer da Lust zu hat, der schickt mir einfach eine E-Mail, er hat gerade oben die Adresse eingeblendet, heike@xsia.com. Also falls jemand XSIA-Foto gerne weiterempfehlen möchte an andere Fotografen,
und seine Erfahrungen teilen möchte, dann würden wir uns da freuen. Und ansonsten danke ich Hendrik, dass du dir heute Zeit genommen hast und den Zuschauern, dass sie so lange dabei geblieben sind und sich das alles angehört haben und hoffe, dass wir ein bisschen Licht in manche Fragen bringen konnten und wünsche ansonsten ein schönes Wochenende, nee, Sonntag vorher, ein fast Wochenende. Ja, ich danke auch. Dann vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal. Darüber werdet ihr über Newsletter und über unsere Kanäle informiert. Schönen Abend. Ciao. Tschüss.